Da. Aufnahme, Aufnahme. Wir sind aufnahmefähig. Okay, nochmal von vorne. Wenn ich rausgehe, sind die Straßen menschenleer. Keine Zeit für Einsamkeit und Koffein, Getränk in Herz. Halb die Sicht im Treppenhaus, begünstigt Augenkrebs. Gestern ist so dunkel wie gestern auf dem Nachhauseweg. Gerade wusste ich doch grob, was ich geträumt habe. Irgendwas mit der Pest und einem Heuwagen. Aber das gilt ja nicht lang in dem Gedanken halten, weil meine Blicke automatisch ihres Amtes walten. Bewegende Wanferpaketen ist Land, ob es Schnee oder Sandsturm mit Gegenwind, weswegen ich manchmal daneben bin. Ich hab einen Job neben dem Nebenjob. Oh ja, ich hab kein Leben, doch ich lebe noch. Oh ja, ich bring Pakete in dein Märchenschloss. Oh ja, aber erwarte keinen Prinz auf einem weißen Pferd. Ich hab einen Job neben dem Nebenjob. Oh ja, ich hab kein Leben, doch ich lebe noch. Oh ja, ich bring Pakete in dein Märchenschloss. Oh ja, aber erwarte keinen Prinz auf einem weißen Pferd. Um diese Uhrzeit fühlt man sich etwas im Stich gelassen. Noch schläft die woke Gerechtigkeitskrieger Twitter-Bubble. An der Tür des ersten Kunden klebt ein Anarchie-Emblem. Seine gespielte Höflichkeit ist eine 4 von 10. Wahrscheinlich stört ihn der Geruch von seinen Körpersäften. Sicher sieht er all den Hass in meinem Service-Lächeln. Er gibt das Trinkgeld mit extra lauten Soundeffekten, weil es ihm hilft, gegen die Angst in meiner Haut zu stecken. Stunden verrinnen, ich humpel von Sinnen zum Kunden und bring ihn sein dummes Shirt. Warum bin ich immer so unerhört? Ich hab einen Job neben dem Nebenjob. Oh ja, ich hab kein Leben, doch ich lebe noch. Oh ja, ich bring Pakete in dein Märchenschloss. Oh ja, aber erwarte keinen Prinz auf einem weißen Pferd. Ich hab einen Job neben dem Nebenjob. Oh ja, ich hab kein Leben, doch ich lebe noch. Oh ja, ich bring Pakete in dein Märchenschloss. Oh ja, aber erwarte keinen Prinz auf einem weißen Pferd.